Hier in Kenilworth, New Jersey, produzieren sie einen neuen Hoffnungsträger in der Pandemiebekämpfung, Molnupiravir. Das Medikament von US-Hersteller Merck wurde nun in Großbritannien als erste Anti-Corona-Pille weltweit zugelassen. Auch in den USA, der EU und anderen Staaten hat Merck bereits die Zulassung beantragt. Daten zeigen, Molnupiravir senkt das Risiko für einen schweren Covid-Verlauf deutlich. Ein solch starkes Medikament zu haben, das man einfach oral auch zu Hause einnehmen kann, ist ein Meilenstein bei der Suche nach wirksamen Medikamenten gegen Covid. Während Impfstoffe in dieser Pandemie im Rekordtempo entwickelt wurden, war die Suche nach Medikamenten bisher deutlich komplizierter. Kurzzeitige Hoffnungsträger wie das von Ex-US-Präsident Trump beworbene Hydroxychloroquin überzeugten nicht. Nun aber ein Medikament gegen Covid zu haben, hätte für Virologen große Auswirkungen auf die weitere Pandemie. Wichtig ist, wir haben dann damit ein zusätzliches Werkzeug in unserem Werkzeugkasten, was uns helfen kann, die schweren Verläufe in jedem Fall zu minimieren und damit die Intensivstationen freizuhalten. Hoffnung macht auch noch ein zweites Medikament, Paxlovid von Pfizer. Laut Hersteller senkt das Mittel das Risiko von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen um fast 90%. Obwohl diese Daten noch nicht unabhängig geprüft wurden, hat US-Präsident Biden bereits kräftig eingekauft. Die Nachrichten von Pfizer zu der von ihr entwickelten Pille klingen sehr vielversprechend. Wenn sie zugelassen wird, könnten wir damit bald Infizierte behandeln. Wir haben uns bereits Millionen von Dosen gesichert. Beide Medikamente eint, dass sie in den ersten Tagen nach der Infektion eingenommen werden müssen. Während Pfizer nun zügig eine Zulassung beantragen will, hat Merck bereits angekündigt, in diesem Jahr noch bis zu 10 Millionen Einheiten herstellen zu können.